In einem meiner früheren Leben war ich Industriemechaniker und habe in einer Firma gearbeitet, wo mein momentaner Chef früher selber Mitarbeiter war im Büro. Und er hat sich hochgearbeitet über die Jahre und irgendwann saß er seinem Chef gegenüber als stellvertretender Chef. Und man hörte eine Diskussion mit, die ich selber nicht gehört habe, aber die Kollegen erzählten sie, dass der Firmengründer den stellvertretenden Chef entgegenschrie: Was wollen Sie eigentlich noch? Und dieser stellvertretende Chef sagte: Ich möchte auf Ihren Stuhl. Und der Chef sagte: Sie haben gestern noch auf dem Baum gesessen, sagte, heute wollen Sie in einem Bürostuhl bei mir sitzen. Es vergingen 4, 5 Jahre und dieser stellvertretende Chef saß auf seinem Platz vom Firmengründer. Der Firmengründer musste verkaufen, notgedrungen, eine Aktiengesellschaft hat die Firma gekauft und sie haben diesen Stellvertreter eingestellt. Ziel erreicht, oder? Zufrieden? Nicht zufrieden? Wer weiß es schon. Ich glaube, in unserem Leben ist es oft so, wenn wir etwas nachjagen, sei es die Karriere im Job oder irgendeine Stellung einer anderen Art oder aber irgendwo, wo wir unterwegs sind, in Beziehungen, in einem Miteinander, wo es vielleicht Rang und Ordnung gibt oder auch nicht. Man möchte irgendwann über dem anderen stehen. Das würden wir vielleicht so gar nicht sagen. Aber es stellt etwas in Frage, dass ich mit dem Stand, wo ich gerade bin, nicht zufrieden bin. Es gibt eine riesen Engelschar im Himmel und die sind wunderbar und vollkommen geschaffen. Und es gab einen ganz besonderen Engel, der hat sich etwas eingebildet und dachte, ich möchte eigentlich ein bisschen mehr sein als Gott. Nur, dass er nicht bedacht hat, dass Gott sich seiner Ehre nicht rauben lässt und seine Ehre nicht teilt. Und er sagt, über mir steht keiner. Und er hat diesen Engel verworfen aus dem Himmel, den kennen wir heute als den gefangenen Engel, als den gefallenen Engel, den Teufel. Immer ein Treppchen höher. Und darum geht es auch heute in der Thematik, wenn es darum geht, wenn wir hoch hinaus wollen, kann es auch sein, dass wir schnell fallen werden, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Wir werden in der heutigen Geschichte von König Nebukadnezar und Daniel, der ihm gegenübersteht, einiges aus diesem lernen können und ableiten können. Aber ich möchte dir ganz zu Beginn einfach die Frage stellen, wenn du dieses Thema heute so hörst, mit wem kannst du dich währenddessen oder am Ende identifizieren? Mit Daniel oder mit Nebukadnezar? Gott ist die dritte Person. Aber von diesen beiden, mit wem kannst du dich eigentlich identifizieren? Oder aber auch mit Gott, in dem wie er handelt. Nicht, dass wir Gott spielen, sondern wir sagen, Gott, von dir möchte ich lernen, von dir merke ich gerade, dass ich das, was du hast, auch leben möchte. Und an dieser Stelle heute einfach mal überlegen, mit wem identifiziere ich? Das Kapitel 4 ist ein langes Kapitel, wir werden es nur auszugsweise lesen, einige Verse auslassen. Es geht als erstes, wo es um eine Schrecksituation geht und wir kennen sie in unserem Leben. Es kommt ein Schreck, aber nachdem alles ein bisschen abgekühlt ist, lockert es sich wieder. Jemand ist gestorben, ist etwas Schlimmes passiert. Und wenn Zeit vergeht, dann renkt die Situation sich ein Stück wieder ein. Es gibt eine Warnung, weil es eine Gefahr gibt. Und wenn wir der Gefahr nicht entgegen ins Gesicht schauen, dann kann es sein, dass wir entweder gedemütigt werden oder dass wir aufgerufen werden, uns zu demütigen und am Ende den zu erkennen, der alles in seiner Hand hält. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt, den Schrecken, und schauen einfach mal rein, was der König Nebukadnezar zu sagen hat. Und er sagt, ich, Nebukadnezar, lebte glücklich und zufrieden im königlichen Palast. Ein Einstieg, wo man erstmal so drüber lesen könnte und sagen könnte, gut, er hat im Moment keine Sorgen. Ihm geht es gut, finanziell, gesundheitlich. Aber hier geht es um mehr. Das war ungefähr 560 vor Christus und die Könige und Herrscher, die mussten für ihren Frieden, für ihr Volk, für das Imperium, was sie sich aufgebaut haben, mussten sie kämpfen und sie mussten immer wieder rechnen, dass um sie herum jemand sie angreifen würde. Das Besondere bei Nebukadnezar war, er hat sich ein Weltreich aufgebaut. Es gab keine Feinde mehr um ihn herum. Es gab niemanden, der ihm etwas tun könnte und ihm das Wasser reichen könnte. Deswegen sagt er, so wie der reiche Kornbauer aus Lukas 12, lass uns große Scheunen bauen, voll machen mit Getreide,
die Seele kann chillen, wir können es einfach darauf ankommen lassen, das Leben genießen. So in dieser Situation befindet sich Nebukadnezar. Doch eines Tages, als ich auf meinem Bett lag und schlief, hatte ich einen schrecklichen Traum. Was ich darin sah, jagte mir große Angst ein. Da ließ ich alle weisen Berater rufen, sie sollten mit mir diesen Traum deuten. Als die Wahrsager, Geisterbeschwörer, Sterndeuter und Magier vor mir standen, schilderte ich ihnen meinen Traum, doch keiner konnte mir erklären, welche Botschaft er enthielt. Vor zwei Kapiteln, Kapitel 2, da sollten die Wahrsager dem König sagen, was er eigentlich geträumt hat. Und hier, das konnten sie auch nicht. Und hier deutet er, beziehungsweise gibt ihnen den Traum, und sie können es nicht deuten. Und sichtbar wird hier, dass die menschliche Weisheit immer begrenzt ist, da wo Gott ins Leben hineinspricht, ist unsere menschliche Weisheit und unsere Logik ganz oft begrenzt, was uns unlogisch erscheint, warum Gott sowas hätte sagen können und warum Gott genau diesen Plan für die Menschheit hat und nicht einen anderen. Und wir wollen es mit der Weisheit verstehen, aber die Weisheit lässt es nicht zu. Die menschliche. Und hier kommt er auf den nächsten Punkt und sagt, zuletzt trat Daniel vor mich, der nach meinem Gott Bel den Namen Belshazzar bekommen hatte. In ihm wohnt der Geist der heiligen Götter, auch ihm erzählte ich meinen Traum. Belshazzar, sagte ich, dich habe ich über alle Wahrsager gesetzt, weil ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir wohnt. Es gibt kein Geheimnis, das du nicht aufdecken kannst. Sag mir doch, was die Bilder bedeuten, die ich im Traum gesehen habe. Interessant ist, dass der Nebukadnezar, den König, seinen Diener bei seinem hebräischen Namen anspricht, den er eigentlich deportiert hat aus Jerusalem, hat ihn mitnehmen lassen in der Gefangenschaft und so weiter, nennt ihn bei seinem hebräischen Namen. Gleichzeitig sagt er auch seinen Namen, den babylonischen Namen, der den Namen seines Gottes trägt. Und es wird deutlich auch später in Vers 24, dass hier eine Beziehung entstanden sein muss über die Dauer und dass Daniel einen besonderen Zugang zu dem König hat. Und dennoch, wenn er sagt, du stehst eigentlich über allen, aber ich hole dich jetzt erst zum Schluss, hat Daniel noch eine ganz besondere Stellung, wo er der König feststellt, der Daniel, der macht nicht nur heiße Luft, der gackert nicht nur rum, sondern wenn er was sagt, dann hat er es Hand und Fuß. Er merkt einfach bei ihm, was er auch in den Kapiteln davor schon feststellen durfte, dieser Mann hat eine Beziehung zu einem lebendigen Gott, den seine ganzen Wahrsager um ihn herum nicht haben. Und er sagt, ich vertraue dir, weil ich weiß, andere haben irgendwelche Kräfte, die sie anzapfen, aber in dir selbst ist die Quelle dieser Kraft und dieser Weisheit. Deswegen frage ich dich, dass du es mir aufdeckst. Über den Traum, in dem Traum geht es darum, dass der König Nebukadnezar einen Riesenbaum sieht, mitten auf der Erde gepflanzt, der ist bis ans aller Enden der Welt sichtbar, der ragt bis in den Himmel, die Vögel des Himmels kommen und nisten sich ein, essen, werden versorgt. Die Tiere des Feldes kommen, werden versorgt, finden Schatten und haben eine Unterkunft. Menschen kommen von überall her. In dem Text heißt es, alle kommen dahin und wird deutlich, es ist eine Weltherrschaft aufgebaut und König Nebukadnezar, dieser Baum bist du. Und am Ende, als Nebukadnezar diese Geschichte erzählt, geht es noch weiter in diesem Traum, aber bevor er weiter erzählt, fällt ihm auf, dass er eines feststellen möchte und sagt, so wurde es im Rat der heiligen Engel beschlossen, damit die Menschen erkennen, der höchste Gott ist der Herr über alle Königreiche der Welt, er vertraut die Herrschaft an, wem er will, selbst dem unbedeutendsten Menschen kann er sie geben. Das alles habe ich geträumt. Und nun erkläre mir, was es bedeutet, Belshazzar. Alle meine Berater sind unfähig dazu, doch du kannst es, weil der Geist der heiligen Götter in dir wohnt. Dieser König, der hat einen Riesenschrecken, denn in diesem Bild hört es mit diesem prunkvollen Dasein nicht auf, sondern es wird gesagt, am Ende wird dieser Baum gefällt und dieser Baum wird zerstört werden. Deswegen hat er hier so große Angst.
Und dem König wird auch gesagt in dieser Nachricht, all das wird passieren, damit die Menschen erkennen, wer das Sagen in dieser Welt hat. Ihr Lieben, wenn wir in unser Umfeld oder in unser Leben heute hineinschauen, all das, was passiert in dem ganzen Weltgeschehen, geschieht dazu, damit wir erkennen, wer eigentlich das Sagen hat. Und es müssen nicht schlimme Dinge passieren, sondern allein wenn wir die Natur betrachten, spricht die Natur in ihrer Sprache, in der göttlichen Sprache und sagt, es gibt einen Schöpfer, der über dir steht, auch ob wir es wahrnehmen oder nicht. Und auffallend ist, dass hier ein Muster sich wiederholt, dass es erstmal ein gutes Ende nimmt, einen guten Anfang gibt und dann ein erschreckendes Ende. In Kapitel 2 war es nämlich so, die goldene Statue, die sich so aufgeplustert hat und da stand, das stellte auch den König Nebukadnezar dar. Und dann kam der Stein aus dem Himmel, der immer größer wurde, das Reich Gottes, und es schmetterte ihm die Statue kaputt. Und in diesem heutigen Kapitel geht es ähnlich, wo der Baum, der prunkvolle Baum, der etwas Besonderes darstellte, am Ende niedergefällt wird. Und das macht diesem Mann Angst. Aber was Gott hier feststellen lässt und über die ganzen Kapitel, die wir jetzt schon gehört haben, wo ich mich fragte, das kommt mir vor wie ein Déjà-vu, diese Aussagen haben wir schon mehrfach gehört. Aber in diesem Kapitel geht es immer wieder um das Wort Erkenntnis. Und diese Erkenntnis fordert zwei Dinge heraus, die wir gerade gelesen haben. Gott hat die Macht über das Königtum des Menschen und er verleiht es dem, wem er will. Was auch immer dir in der politischen Lage und in der momentanen Situation dieser Welt Angst und Sorge bereitet, eins können wir mitnehmen: Gott ist immer noch der, dem nichts entgleitet, der alles in seiner Hand hält und auch weiterhin regieren wird. Das können wir festhalten. Der eine, der es für sich nicht festgemacht hat, aber der Meinung war, sich auf das nächste Treppchen zu stellen und Gott selbst zu spielen, war Friedrich Nietzsche, der sagt, wenn es gesagt hat, also wer es nicht weiß, der ist heute nicht da, der ist schon länger verstorben. Wenn es Götter gäbe, wie hielt ich es aus, kein Gott zu sein? Also gibt es keine Götter. Eine Hammer-Theorie, oder? Also, eigentlich gibt es meinen Chef gar nicht. Dann bin ich der Chef. Das wäre das Einfachste. Aber mit Gott Gott zu spielen, das funktioniert nicht. Und Gott lässt sich seiner Ehre nicht berauben. Und das musste auch Nietzsche oder wird Nietzsche auch genauso feststellen müssen. Und dennoch bleibt diese Warnung bestehen. Es gibt eine Gefahr, es gibt einen Schrecken und es gibt eine Warnung, auf die wir hören dürfen und sollen, und genauso nicht in Nebukadnezar allein, so auch wir. Und in Vers 16 geht es weiter. Daniel, den man Belshazzar nannte, war eine Zeit lang starr vor Schreck. So erschütterte ihn das Gehörte. Da sagte ich zu ihm, Belshazzar, mein Traum und seine Deutung brauchen dir keine Angst einzujagen. Also muss nicht dran denken, dass ich beim letzten Mal ausgerastet bin, weil du mich nicht anbeten wolltest und du gerade mal so in den Feuerofen geworfen wurdest. Alles cool, bleib mal ruhig, erzähl mal ruhig. Daniel erwiderte, mein Herr und König, ich wünschte, die Botschaft würde deinen Feinden gelten, allen, die dich hassen. Dieser Baum bist du, mein König. Mächtig und bedeutend bist du geworden, deine Größe reicht bis zum Himmel und deine Herrschaft erstreckt sich bis zum Ende der Erde. Wenn wir uns vorstellen, dass Daniel hier eine der schwierigsten Aufgaben hat und dem höchsten Mann, dem die Weltherrschaft gehört, zu sagen, du wirst bald nicht mehr regieren. Wir wissen, dieser Mann, der brauchte nur einmal schnipsen, er brauchte nur ein Wort sagen und es war Befehl. Auch wenn Daniel die Erfahrung gemacht hat, sein Gott ist treu, dennoch wissen wir, wo wir Gott treu erlebt haben, sind wir bei der nächsten Situation wieder herausgefordert, Gott genauso zu vertrauen wie bei der letzten Situation. Das heißt, jede Situation ist für uns eine neue Herausforderung. Und umso mehr bei Daniel. Und er weiß, was es bedeutet, wenn er diese Worte ausspricht. Und dennoch spricht er die Wahrheit aus. Und in unserem Leben kann es sein, wenn wir die Wahrheit aussprechen, dass wir unseren Job verlieren können. In unserem Leben kann es sein, wenn wir die Wahrheit aussprechen, dass wir uns zwischen zwei Parteien hinstellen müssen und am Ende vielleicht Beziehungen kaputt gehen werden. Dass wir Menschen verlieren werden, weil wir die Wahrheit sagen. Und es geht sogar so weit, dass Menschen, die die Wahrheit sagen, dass sie ihr Leben lassen
weil sie zur Wahrheit stehen und weil sie kompromisslos zur Wahrheit stehen. Und das sehe ich bei Daniel, wie er hier vorgeht und sagt, ihm schlottern die Knie, aber bei aller Liebe, König, über dir steht noch ein König. Und dieses Wort ist gesprochen. Dann hast du gesehen, wie ein Engel Gottes vom Himmel herabkam und rief, fällt den Baum und haut ihn in Stücke. Den Wurzelstock aber lass stehen und bindet ihn mit Ketten aus Eisen und Bronze auf der Wiese fest. Der Mensch, den dieser Wurzelstock darstellt, soll vom Tau durchnässt und den Tieren gleich werden. Sieben Zeiträume bedeutet 7 Jahre lang wird dies dauern. Höre, mein König, was der Höchste über dich beschlossen hat. Bei all dem, was der Daniel weitergibt, spricht er den König mit seinem Titel ein und sagt, mein König, in allen Ehren. Aber indem ich dir diese gute Nachricht weitergebe, sage ich dir, ich nehme meine Stellung ein als dein Diener, sage, du bist mein König. Aber eins muss ich dir dennoch sagen, über dir steht noch einer, der das letzte Wort hat. Und der hat es beschlossen. Und damit sagt er aus, das Weltreich, egal was hier auf dieser Erde geschieht, das, was im Himmel beschlossen ist, das, was Gott beschlossen hat, nicht was Menschen beschlossen haben. Präsidenten der ganzen Welt können so viele Gipfel feiern, wie sie wollen. Am Ende steht über ihnen noch einer, ob sie es anerkennen oder nicht. Das Treppchen ist nicht zu besteigen. Und das macht er ihm deutlich und das wird sich durchziehen. Man wird dich aus der menschlichen Gemeinschaft ausstoßen und du musst unter den Tieren hausen. Du wirst Gras fressen wie ein Rind und nass werden vom Tau. Erst wenn 7 Jahre vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist der Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Eine Wiederholung. Du hast gehört, was der Engel befahl, den Wurzelstock stehen zu lassen. Dies bedeutet, du darfst wieder als König regieren. Und hier kommt ein Bedingungssatz. Wenn du Gott als Herrn anerkennst. Oben lesen wir von erkennen und unten lesen wir von anerkennen. Erkennen bedeutet noch nicht, dass ich jemanden anerkenne. Ich kenne, wer eigentlich über mir steht. Ich kenne ihn, ich kenne seine Position, ich kenne seine Macht. Aber es bedeutet noch nicht, dass ich ihn Herr in meinem Leben sein lasse, sondern ich mache mein Ding. Anerkennen bedeutet, ich nehme meine Stellung ein und übergebe ihm diese Verantwortung. Und dieser Zuspruch wird diesem König Nebukadnezar gewährt. Er sagt, das ist dein Bild, das ist alles, was du hast, was dich ausmacht. Aber wenn du dich darauf verlässt, wird das hier passieren. Es ist eine Warnung. Es ist nicht mehr nur ein Schreck, sondern wird ausgesprochen, dass du eines Tages bei den Tieren hausen wirst. Und auch hier in diesem Bild wird deutlich, da wo wir uns von Gott abwenden und einen anderen Weg gehen, einen gottlosen Weg, da geht die Spirale immer weiter. Und das Bild eines Tieres zeigt das Herz eines Menschen, das nicht Gott folgt, sondern dem Vater der Lüge. Da wird unser Verhalten irgendwann auch ein tierisches Verhalten, wo wir uns nicht mehr nach Gott ausrichten. Und das macht deutlich, dass der Stolz blind macht, so wie er die Nebukadnezar blind gemacht hat, wie wir das gleich sehen werden. Und das macht auch dumm und das macht auch einsam. Wenn um dich herum Leute sind, die gerne, möchte jemand ein Selfie mit mir? Nein, Spaß. Möchte keiner. Ich möchte eins mit euch. Ich mache jetzt ein Selfie, aber die größte Person in diesem Bild, alter Schwede, wie er das alles macht, ne? Ja, es gibt so einen Spruch und die Friese erstmal, gut, passt bei mir nicht. Aber wenn ich hier so dastehen würde und ich könnte mit euch weiterreden, aber eigentlich seid ihr da unten und ich kann eigentlich nach unten gucken, kann ich, aber nach oben fällt mir so schwer, weil ich bin ja schon eigentlich ganz oben. Das Ding ist aber, dass hinter mir noch eine Stufe ist. Über mir steht immer noch einer und der Stolz bedeutet, er macht mich blind um das herum. Ich kann nach unten schauen, wenn die Menschen mir zu Füßen liegen sollen. Aber Menschen, die ein Problem mit Stolz haben, auch ich gehöre dazu. Und ich schätze mal, dass auch du dazu gehörst, auf die eine oder andere Art. Sehen den anderen schlecht. Deswegen werden sie blind, weil sie ihr eigenes Spiegelbild sehen. Und wir können nicht nach oben schauen, weil es schwerfällt, weil Gott ist ja über mir. Und so gehen wir einen Weg der Blindheit und verdummen eigentlich aus dem Grund,
weil wir Gott nicht Gott sein lassen. Und er wird uns diesen dummen Weg, den Irrweg, laufen lassen. Und wir werden vereinsamen. Und eigentlich ist die Aussage, wenn du und ich ohne Gott unterwegs sind in dieser Welt, dann sind wir die einsamsten Menschen. Egal, wer gerade neben dir sitzt, egal, mit wem du dein Leben verlebst und verbringst, du kannst die vollste Hütte haben. Und immer wieder hört man Zeugnisse von Menschen, egal wie voll der Raum ist, sie fühlten sich in dieser Situation einsam. Vielleicht merkst du es auch, du sitzt heute hier, schaust zu und du fühlst dich eigentlich einsam. Und Gott sagt, ich lade dich ein, den Stolz beiseite zu legen und mich, deinen Herrn, sein zu lassen. Warum? Weil die Gefahr real ist. Sie ist nicht aus dem Leben, nur weil wir sie verdrängen und nur weil wir die Entscheidung aufschieben, Nebukadnezar, ist sie nicht weg. Und jetzt kommt etwas ganz Persönliches von dem Daniel in Vers 24, der eigentlich zeigt, wie groß seine Liebe zu diesem König ist. Dieser König hat sein ganzes Volk zerrüttet. Es hat sie hinweggeschleppt aus Jerusalem, die Stadt zerstört. Die Elite musste hier in Babylon dienen und die ganze Infrastruktur und administrative Struktur, sie war zerbrochen in seinem Heimatland. Und dennoch, als er diesen Traum sieht, zerbricht das Herz von Daniel. Es zerbricht über einen gottlosen König, der die ganze Weltherrschaft hat. Weil er weiß, über dem König und über meinem Leben steht ein lebendiger Gott. Und wenn er was sagt, dann macht er keine Faxen, keine leeren Worte. Über 3000 Verheißungen haben sie bis heute aus der Bibel wortwörtlich erfüllt. Was sollte Gott hindern, den Rest einzuhalten, das er verspricht und versprochen hat in seinem Wort? Und der Daniel sagt, König, nimm meinen Rat an, o König. Sag dich von allem Unrecht los und tu Gutes. Mach deine Verfehlungen wieder gut, indem du den Armen hilfst. Dann wird es dir vielleicht auch in Zukunft gut gehen. Ein Riesenanliegen, wo der Diener dem König sagt, was er zu tun hat. Der König hat nicht danach gefragt. Der König wollte von ihm diesen Rat gar nicht haben, vermutlich, vielleicht auch doch. Steht aber nicht im Text. Und er gibt ihm diese Worte, wohl wissend, dass es ihn genauso was kosten kann. Und er lässt es darauf ankommen, um den König gewarnt zu haben im Fall des Falles. Die Entscheidung liegt aber beim König. Lieben, das ist auch die Herausforderung in deinem und meinem Leben, in unserem Alltag. Manchmal schlottern die Knie, manchmal haben wir Furcht und trauen uns nicht, die gute oder die Wahrheit zu sagen, die richtige Nachricht. Und dennoch soll die Liebe zu unserem Nächsten, auch die Liebe zu unserem Feind, denn das war eigentlich der Feind, der ursprüngliche Feind oder der momentane Herrscher dieser Welt, der ihn ursprünglich geknechtet hat. Hier zeugt er von Feindesliebe, die in Daniels Leben sichtbar wird. Und die Aussage dieses Traumes ist, Gott toleriert den Stolz des Menschen nicht. Er wird dich und mich vielleicht so laufen lassen. Vielleicht können wir auch so durch unser Leben laufen, aber am Ende wird sich jedes Knie beugen. Gott teilt sich seine Herrschaft nicht und die Wahrheit bedarf keiner Annahme, um wahr zu sein. Sie wird dargestellt als Wahrheit. Aber was Gott tut, und das durchzieht sich durch die ganze Bibel, er ruft stattdessen zur Umkehr und sagt, bleib nicht dort stehen. Und das bedeutet, diese Warnung ist auch die Menschheitsgeschichte, wo die Beziehung zu Gott offline gegangen ist, durch Adam und Eva, durch den Sündenfall. Und durch Jesus Christus wiederhergestellt wurde und diesem grünen Pfeil. Und wir leben heute in dieser Zeit der Gnade. Und wir sprachen die letzten Tage schon mit der Gemeinde über Gnade. Sie ist schmeckbar, sie ist erlebbar, sie ist veränderbar. Gnade spricht in deinen Zustand, in dein Verhalten hinein. Gnade ändert deine und meine Perspektive. Gnade lässt nicht so, wie wir sind, denn einer hat bezahlt. Einer hat bezahlt. Und das, was der König Nebukadnezar gleich tun wird, ist die Entscheidung ganz vieler Menschen und leider der Mehrheit. Sie wissen, dass sie für das Gericht nichts tun müssen, sie werden automatisch da hineinlaufen. Sie werden automatisch da hineinlaufen
wenn sie nicht eine Gegenentscheidung treffen und trotzdem laufen sie so und gehen durch dieses Leben und am Ende gehen sie aus diesem Leben ohne Entscheidung für Jesus. Sie werden die Ewigkeit verbringen ohne ihn. Aber Gott lädt ein, umzukehren, und indem er dem König die Wahl gibt, beziehungsweise ihn nochmal warnt, hat dieser König eine echte Wahl, hier sich für oder gegen zu entscheiden. Es bedarf einer Demütigung, uns Gott zuzuwenden. Aber Gott sagt, wenn du, Mensch, dich nicht demütigen wirst, also das ist kein Problem, ich werde es eines Tages für dich übernehmen und ich werde dich demütigen. Besser ist, du demütigst dich vor mir. Alles traf so ein, wie Daniel es vorausgesagt hatte. Der eine, der an dem nicht gezweifelt hat, dass das hier eintrifft, war Daniel. Der König offensichtlich nicht. Ein Jahr später ging ich auf dem Dach meines Palasts auf und ab. Dabei dachte ich, da zu meinen Füßen liegt Babylon, die herrliche Stadt. Mir zur Ehre zeigt sie ihre ganze Pracht. Ich habe sie zu meiner Residenz ausgebaut, denn ich bin ein mächtiger König. Noch während ich dies dachte, hörte ich eine Stimme vom Himmel, König Nebukadnezar, lass dir sagen, deine Herrschaft ist zu Ende. Die Menschen werden dich verstoßen, unter wilden Tieren musst du hausen und Gras fressen wie ein Rind. Erst wenn sie 7 Jahre vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut dir die Herrschaft an, wem er will. Und sofort erfüllte sich diese Ankündigung. Ich wurde aus der menschlichen Gemeinschaft verstoßen und fraß Gras wie ein Rind. Ich wurde vom Tau durchnässt. Mein Haar war bald so lang wie Adlerfedern und meine Nägel wie Vogelkrallen. Und hier wird deutlich, die Treppe ohne Gott, sie geht immer abwärts. Ohne Gott gehen wir nie aufwärts. Wir glauben manchmal, dass wir in der Gesellschaft so eine Entwicklung haben und wir gehen bergauf in unserer Erkenntnis. Aber eigentlich, wenn wir uns von Gott entfernen, geht es eigentlich immer tiefer. Und ja, wer soll uns schon sagen, ob das ja alles stimmt? Von den Toten ist ja noch keiner wiedergekehrt, oder? Kennt einer jemanden? Wer soll das denn schon wissen? Wer soll überhaupt wissen, dass es einen Gott gibt? Ein Professor wollte das beweisen und setzte unterschiedliche Vögel auf einen Ast und sagte zu den Studenten, jeder beschreibt mal, ohne zu wissen, woher diese Vögel kommen, was das für Vögel sind. Eigentlich nicht das Problem. Das Problem war nur, die Vögel waren alle abgedeckt und nur die Füße waren zu sehen. Irgendwann stand ein Student auf und gab ein leeres Blatt ab und der Professor guckt drauf und bevor der Student noch schafft, zur Tür zu gehen, sagt er, hey, warte mal kurz, da steht ja nichts drauf. Dann sagt er, raten Sie doch mal, wer ich bin, zeigt ihm seine Füße. Manchmal wollen wir Gott auf diese Art und Weise beweisen oder auch leugnen, wie Nietzsche, aber das gelingt uns nicht. Und hier wird deutlich, Nebukadnezar stellt sich über Gott. Nebukadnezar legt die Leute quasi unter sich, hält sie unter sich. Aber was Gott ihm beweist und sagt, ich stehe über dir und eigentlich werde ich dich erniedrigen unter all den Menschen, über die du dich gestellt hast. Und das ist der Ausweg, den wir ohne Gott vor uns haben. Diese Geschichte ist nicht neu von Nebukadnezar, zeigt unsere Art und Weise, wie wir denken, wie wir unterwegs sind. Auch die Arche Noah ist nicht neu und ist eine super Geschichte, eine gute Nachtgeschichte für die Kinder, könnte man meinen, wenn da nicht die ganze Wahrheit der Menschheit drin stecken würde. Es gibt wiederum die Warnung, es gibt eine Gefahr und sie wird ausgesprochen über 120 Jahre lang in dieser Etappe, in einer Trockenzeit, in einer Zeit, wo es kaum regnet. Und die Leute lachen sich aus und denken, der Noah hat nicht alle Tasten im Schrank. Ein ewig gestriger, ein bisschen Ballaballa in der Birne und lass mal bauen. Nach 120 Jahren schickt Gott eine Sinnflut und es trifft genauso ein, wortwörtlich, wie er es versprochen hat. Das Problem war nur, Gott hat die Tür geschlossen und ab dem Zeitpunkt gibt es keine Umkehr. Und diesen Moment gibt es in meinem und deinem Leben, kann der kommen, wenn ich ohne Gott unterwegs bin und ihn herausfordere, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo ich nicht mehr die Tür öffnen kann. Und vor diesem Moment warnt uns die Bibel. Auch wenn Gott heute noch wartet, ist es keine Aussage, dass er sein Wort nicht hält,
sondern er hat eigentlich nur noch Geduld mit uns. Und Demut gibt dir das, die Antwort, die der Stolz verspricht, aber nie hält. Demut öffnet uns einen ganz anderen Blick. Und das Entscheidende hier ist, dass wir von dem Nebukadnezar lernen können, da wo er so stolz ist und vor Gott sich nicht beugen möchte, dass wir hier von der Demut, von der Gegenseite lernen können, wie wir mit dem Stolz umgehen können. Stolz ist unbelehrbar. Stolz kniet sich nicht vor anderen, ist gerne beleidigt und gekränkt. Und das ist ein guter Ansatz immer für uns, wo wir das verspüren, diese Ansätze zu fragen, hat das gerade was mit Stolz zu tun? Stolz ist unzufrieden mit sich selbst und mit anderen, hat immer ganz negative Ansätze, hört sich gerne selbst reden, schuld sind immer andere und feiert eigentlich nur sich selbst. Dagegen ist Demut ganz anders und verkörpert in der Form oder in dem Körper Jesu Christi, in der Person Jesu Christi, als er auf diese Erde kommt. Erniedrigt er sich für die gesamte Menschheit. Ein Heiliger, ein Reiniger, ein ewiger Gott wird Mensch, verlässt seine Herrlichkeit und wird Mensch, einer von uns. Und Demut zeugt davon, dass wir belehrbar sind, dass wir dienstbereit sind, dem anderen zu dienen. Er hat andere, ist dankbar, hört zu, ist vergebungsbereit und fördert andere und steht selbst nicht im Mittelpunkt. Ihr Lieben, ganz anderer Ansatz, den wir lernen dürfen und mitnehmen dürfen, immer wo wir den negativen Ansatz sehen dürfen, hast du die beste Chance und Möglichkeit, als ein Sohn und Tochter Gottes von der Frucht des Geistes, von der Kraft des Heiligen Geistes in dir zu bitten, dass Gott diese Frucht des Geistes, der Veränderung in dir bewirkt. Denn all dieser Dreck, der links steht, ist in meinem Herzen. Ich bin dankbar, dass Gott mich reingewaschen hat von all meiner Schuld und Sünde und ich vertraue darauf und bin von Herzen dankbar. Aber dennoch keimt es immer wieder auf, vielleicht bei dir weniger. Und ich muss dagegen wirken und ich bin froh, dass ich nicht alleine kämpfen muss, sondern dass der Heilige Geist in mir das bewirken kann und möchte. Aber das Ding ist, ich muss den Raum schaffen. Ich muss es zulassen. Ich muss diesen Rhythmus des Gebets, den Rhythmus des Bibellesens, den Rhythmus in der Beziehung und in der Gemeinschaft mit Gott unterwegs sein, damit diese demütige Haltung, die liegt sich nicht auf der Straße rum, steckst du gerade ein, habe ich hier, lege ich auf den Tisch. Das ist eine Wesensveränderung, eine Charakterveränderung, die passiert nicht von heute über Nacht. Und dazu lädt aber Gott ein, demütig zu sein, von Herzen sanftmütig, sagt Jesus, lernt von mir. Und am Ende geht es um die Anerkennung. Als die lange Zeit schließlich zu Ende ging, diese 7 Jahre, schaute ich hilfesuchend zum Himmel empor und da erlangte ich meinen Verstand wieder. Ich preiste den höchsten Gott, ich lobte den, der ewig lebt. Seine Herrschaft hört niemals auf, sein Reich bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Bewohner dieser Erde sind nichts im Vergleich zu ihm. Alle Menschen, ja sogar die Mächte des Himmels, müssen sich seinem Willen beugen. Niemand kann sich ihm widersetzen und ihn fragen, was tust du da, Gott? Als ich wieder bei Verstand war, erhielt ich meine königliche Würde, Ehre und Anerkennung zurück. Meine obersten Beamten und die führenden Männer meines Reiches kamen zu mir und setzten mich wieder als König ein. Ich wurde noch berühmter und angesehener als zuvor. Nun lobe und preise ich Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Wisst ihr noch, als Daniel zu ihm sagte, mein König in allen Ehren, aber der höchste Gott hat beschlossen. Und jetzt nimmt der König diese Haltung ein und sagt, nun lobe ich und preise Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ihm gebe ich die Ehre, er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, der kann stürzen, den kann er stürzen. In 1. Korinther 10, Vers 12 ist einer meiner Lieblingsverse, wo der Apostel Paulus anhand der Geschichte von Israel deutlich macht. Immer wieder dachten sie, sie würden so fundiert stehen in einer guten Beziehung mit Gott, wurden ungehorsam, wurden bestraft für ihre Schuld und Sünde. Und hier fasst er das Ganze zusammen, und sagt, wer da glaubt zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Wer da glaubt zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle.
In allererster Linie geht es den Söhnen und Töchtern Gottes, gilt dieses Wort, die schon in einer Beziehung stehen. Glaub nicht, bitte glaub nicht, dass du besser bist als dein Nachbar oder Nachbarin. Bitte glaub es nicht. Denn ganz oft kommt es vor in unseren Vergleichen, dass wir glauben, dass wir besser sind in irgendeiner Art. Das ist der dreckige Stolz in uns. Wir bilden uns etwas ein auf die Gnade, die wir erlebt haben. Vielleicht, dass du als Christ sogar besser dran bist. Bitte glaub es, du bist besser dran. Aber glaub nicht, dass du eine bessere Person bist als der andere, die mehr von Gott geliebt wird als jemand, der noch nicht mit Gott unterwegs ist. Gott sagt, ich habe kein Ansehen der Person, alle sind gleich. Die ganze Menschheit, die unterwegs ist, will ich retten, damit sie zu mir nach Hause kommen. Und Jesaja 55, 7 sagt, hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Eine Einladung, kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen, denn unser Gott ist gern zum Vergleich bereit. Und damit schließen wir diese ganze Geschichte und Aussage des Traumes. Eine dieser Aussagen ist, der König Nebukadnezar hatte eine reelle Chance und eine reelle Wahl, aber er hat es aufgeschoben. Und genauso ist es heute, die ganze Geschichte der Menschheit, von Mal zu Mal lässt Gott die Wahrheit ausschalen in die ganze Welt. Aber wir können es mal runterbrechen, heute zu dir persönlich. Und die Frage ist, wenn du schon umgekehrt bist, oder die Ermutigung, da wo du dich manchmal verläufst, auch das passiert mir und dir wahrscheinlich auch. Da können wir Wiederherstellung erleben, da können wir Heilung erleben, wir können zurückkommen, wir können zurückkommen ans Kreuz. Ich feiere das in dem Glauben an Jesus Christus, dass ich immer wieder nach Hause kommen kann und um Gnade wissen darf, wenn ich um Vergebung bitte. Mein Herr liebt mich, obwohl er mich kennt. Bedingungslos. Ich muss nichts erfüllen. Das stimmt mich so dankbar, dass ich keine Werke tun muss, um ihn zufriedenzustellen. Und ich darf immer wieder um eine demütige Haltung bitten. Und ich lade dich ein, der du mit Gott unterwegs bist, bete um Demut. Denn Demut macht dich zu einer schöneren Person, zu einer wärmeren Person, eine Person, die sich um andere kümmert, die andere liebt, die das Leid im anderen sieht und die das Leid sieht, dass Menschen ohne Gott verloren gehen und sich um Menschen kümmern, die vielleicht noch gar nicht Bescheid wissen um diese Wahrheit. Und wenn du vielleicht auf dem Weg schon mal umgekehrt bist, du bist aber auf einer anderen Straße unterwegs, hast diese Straße zu Jesus verlassen, hast dich vielleicht auf ein Podest überhoben, bewusst oder unbewusst, sagst, ich regiere jetzt mein Leben selber. Er lädt dich heute ein, umzukehren und er verspricht dir, ich werde dein Leben erfüllen und dir die Fülle geben, die du eigentlich woanders suchst und sie nicht finden wirst. Ohne Gott sind wir die einsamsten Menschen, die in der Dunkelheit sitzen. Und wenn du das heute für dich festmachst, dass du vielleicht auch das erste Mal dein Leben Jesus anvertraust. Denn du hast heute die Wahl und das wird er dir auch bis zum Lebensende zusprechen. Die Bibel spricht, und damit schließe ich, eines Tages wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen. Ihr Lieben, das ist eine Hammerbotschaft. Für die einen ist er der Anwalt. Jede Zunge wird ihn als Gott anerkennen und nicht nur erkennen. Aber für die einen wird er ein Staatsanwalt sein und sie zur Anklage führen. Lasst uns nicht diejenigen sein, die ins Gericht laufen, sondern die Kurve kriegen und uns vor Gott demütigen. Er segne uns dabei. Amen.